Eine verschneite Berglandschaft. Es herrscht eisige Kälte. Eine junge Frau läuft durch den Schnee. Sie heißt Sintel. Der kalte Wind weht ihr ins Gesicht. Sie ist sichtlich erschöpft. Plötzlich greift sie von hinten einen Räuber mit einer Lanze an. Sintel wehrt ihn mit ihrem Stock ab. Der Räuber drückt sie mit seiner Lanze gegen den Felsen. Sintel sticht ihm ein Messer in die Schulter. Als er sie mit dem Messer töten will, läuft er in seine eigene Lanze und stirbt. Der Kampf hat ihre letzten Kräfte aufgezehrt. Sie blickt um sich und sieht ein Haus, in dem Licht brennt. Sintel hebt die Lanze auf und geht mit letzter Kraft in Richtung des Hauses. Nach ein paar Schritten bricht sie vor Erschöpfung zusammen. Als sie wieder zu Bewusstsein kommt, spricht die Stimme eines Schamanen zu ihr. Diese Klinge hat eine dunkle Vergangenheit. Durch sie wurde viel unschuldiges Blut vergossen. Es ist nicht sehr gut, so ganz allein und unvorbereitet unterwegs zu sein. Du hast Glück, dass dein Blut noch in deinen Adern fließt. Danke. Also, was führt dich in das Land der Torwächter? Ich suche jemanden. Einen teuren Freund? Eine verwandte Seele? Einen Drachen. Eine gefährliche Unternehmung für eine einsame Jägerin. Sintel erzählt ihre Geschichte. Ich bin einsam, solange ich mich erinnern kann. Sintel erzählt zuerst von ihrer Heimatstadt. Dort hat sie als Diebin gelebt. Während sie nach etwas Essbarem sucht, hört sie ein Geräusch auf dem Dach. Sie sieht nach. Sie findet einen kleinen, am Flügel verwundeten Drachen. Die Wunde muss frisch sein, denn aus ihr fließt noch Blut. Sintel nähert sich dem Drachen. Dieser riecht an ihrer Hand und stößt einen lauten, schmerzvollen Schrei aus. Hey, wir sind fast fertig. Hey, halt still. Sintel pflegt seine Wunden, gibt ihm Trinken und Nahrung. Sie nennt ihn Scales. Gute Nacht, Scales. In der Nacht rückte Scales immer näher an Sintel heran, bis er schließlich ganz nah bei ihr lag. Scales lernt, Hühner zu jagen. Los, hol ihn dir, Scales! Komm schon! Sintel rennt ihm hinterher. Plötzlich verliert sie ihn aus den Augen. Scales? Direkt vor ihrer Nase fällt das Huhn zu Boden, das Scales gejagt hat. Sintel lächelt, weil es ihm gelang, das Huhn zu fangen. Am Himmel fliegt eine Schar Vögel vorbei. Vielleicht gelingt es Scales jetzt, auch einen dieser Vögel zu fangen. Sintel rennt die Treppen einer alten Ruine hinauf. Sie beobachtet, wie Scales versucht, einen der Vögel zu fangen. Ja! Ja! Los! Los! Vorwärts! Plötzlich
erscheint ein großer Drache. Er versetzt Scales zuerst einen Schlag. Greift ihn dann. Und stößt Sintel mit seinem Schwanz um. Scales! Sintel beschließt, Scales zu suchen. Sie läuft durch öde Landschaften. Durchquert eine Wüste. Einen Bambuswald. Und eine Felsenlandschaft. Wilde Tiere und schlechtes Wetter bringen Sintel an den Rand der Erschöpfung. Es gelingt ihr, mit letzter Kraft einen steilen Felsen emporzuklettern. Hier stürzt sich der Räuber auf sie. Sintel erzählt dem Schamanen weiter ihre Geschichte. Ich habe versagt. Dein Versagen war nur, dass du nicht sehen konntest. Das ist eine Drachenlanze, Sintel. Du bist näher, als du ahnst. Sintel betrachtet das Symbol auf der Lanze. Es zeigt einen großen Baum. Als sie ihren Weg fortsetzt, steht sie plötzlich diesem Baum gegenüber. Er steht am Eingang einer Höhle. Vorsichtig betritt Sintel die Höhle. Sie sieht einen ausgewachsenen Drachen, der Fleisch frisst. An einer anderen Stelle sieht sie ein Drachenbaby. Sie nähert sich dem Drachenbaby, das zu schlafen scheint. Als das Drachenbaby sie bemerkt, schreit es. Der große Drache greift sie an. Er speit Feuer. Der Babydrache rennt aus der Höhle hinaus. Sintel ruft ihm hinterher: Scales! Für einen Moment hält der Drache sie im Maul, lässt sie aber wieder los. Er schleudert sie auf den Boden und beginnt mit einem neuen Angriff. Für einen kurzen Moment betrachtet er sie. In diesem Moment sticht sie mit der Lanze zu und tötet ihn.
an der alten Narbe am Flügel, bemerkt sie, dass es Scales war, den sie getötet hat. Scales? Scales? Blut fließt aus der Wunde. Sintel betrachtet ihr Spiegelbild im Blut des Drachen. Sie wird sich ihrer Tat bewusst und bemerkt, wie viel Zeit vergangen ist. Sie ist auch älter geworden, während sie unterwegs war. Die Zeit ist ein seltsames Geheimnis. Manchmal bemerken wir nicht, wie sie vergeht. Die Höhle stürzt ein und Sintel versucht, aus ihr zu entkommen. Traurig und verzweifelt sitzt Sintel auf einem Felsvorsprung und weint. Ihr Ziel, ihr Lebenssinn ist mit einem Schlag verschwunden. Sie wirft ihre Ausrüstung weg und geht irgendwohin. Doch etwas scheint ihr zu folgen. Through the night, I move on for.